Was geht ab, meine Siegfighter, Osiria, und heute Nacht gab es einen Data-Download für die japanische Version von Dokkan Battle. Unter anderem haben wir die Countdown-Bilder bekommen, aber auch Tickets und ein bisschen mehr. Wir gucken uns gleich alles an im Detail, was denn hinzugefügt wurde. Natürlich schon an jeden, der hier vertreten ist, Mai, die ganzen Letter meiner und Übersetzer Goresh. Ich werde die ganzen Links in die Beschreibung setzen. Wir haben, wie gesagt, die Countdown-Bilder. Der Countdown selbst ist aber noch nicht online. Wann sollte das Ganze online kommen? In ein, zwei Tagen, denn Dokkan Battle kam ja am 30. Januar vor 4 Jahren online, sage ich mal. Und dementsprechend sollte das Mittwoch sein, spätestens wenn der Countdown losgeht. Denn wir haben hier gerade gesehen, der Countdown geht 7 Tage lang. Was erwarte ich zum Countdown? Ich denke, es wird mehr oder weniger wie letztes Jahr. Wir werden wahrscheinlich ein paar Stones bekommen jeden Tag, aber auch Tickets. Tickets, denn Tickets wurden dem Spiel auch hinzugefügt. Das sind quasi die Tickets für das 4-jährige Jubiläum. Es wird sicherlich dementsprechend ein Banner geben, in dem wir mit diesen Tickets sammeln werden können. Im letzten, also letztes Jahr im Banner waren das natürlich dann zum 3-jährigen Jubiläum im 3-Jahres-Tickets. Aber ich schätze, das wird mehr oder weniger ähnlich ablaufen von dem, welche Charaktere im Banner enthalten sein werden. Aktuell wissen wir es noch nicht, aber ich hoffe, wenn es quasi so wie letztes Jahr wird, dann wird es auf jeden Fall ein schönes Banner. Denn im letzten Banner, also im Banner vom letzten Jahr, waren auch die ersten 5 LR nicht featured. Und wer weiß, vielleicht fügen sie in diesem Jahr, also dieses Jahr noch weitere LR natürlich nicht featured dann hinzu. Und im Endeffekt sind das Free-to-Play-Tickets, mit denen wir in dem Free-to-Play-Banner, ja, also mit den Tickets natürlich, dann Free-to-Play-Banner quasi sammeln können. Denn die Tickets werden wir zum Countdown bekommen, zum Login-Boni, über die Mission, wenn wir Platz 1 schauten und so und so fort. Also letztes Jahr, wenn ihr euch daran erinnert, dann gab es wirklich sehr, sehr viele Tickets und natürlich auch Stones. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, wie das Ganze ablaufen wird und welche Charaktere im Ticketbanner enthalten sein werden, sag ich mal. Aber wie gesagt, das Ganze kommt noch, ist noch nicht live. Die Tage, wenn der Countdown losgeht, sollte das Ganze auch online kommen. Jedenfalls haben wir noch ein, zwei andere Sachen, nämlich ein Pan wurde hinzugefügt und ein Oldschool, ältere Dokkan Battle Spieler werden sich wahrscheinlich daran erinnern, der Oldschool SRGT Goku, oder ich sag mal End of Z Goku, bekommt ein Awaken. Jedoch ist es noch in den Daten fehlerhaft enthalten, heißt, wir können mit einem weiteren Download rechnen, heißt, wir haben sein Artwork noch nicht, aber sowohl er als auch Pan werden am 25. Januar, 9 Uhr morgens, diesen Freitag sollte das sein, online kommen für die japanische Version. Warum? Denn dort wird ein World Tournament starten. Pan, das soll erst World Tournament Nummer 28 sein. Pan wird die Preiskarte und diesen Goku, das ist der ältere Goku, by the way, ist auf SSR-Status, hat ihn damals auf SR bekommen. Damals hat man ihn in einen Banner ziehen können, einen speziellen Banner. Danach gab es ihn nie wieder. Jedoch wird man ihn auch bekommen, das gucken wir uns gleich an, durch die World Tournament Mission. Wie gesagt, wir werden in der Lage sein, ihn zu awaken, indem wir folgende Medaillen brauchen. 7 World Tournament Medaillen, 7 von der Schildkröte, 7 von Bulma. Und dann, ja, wie gesagt, wissen wir noch nicht, wie sein Artwork aussieht, weil er fehlerhaft hinzugefügt wurde. Aber wir wissen, was da drauf war, das gucken wir uns gleich an. Ja, und seht ihr, das ist so quasi fehlerhaft. Er ist gerade fehlerhaft in den Daten, sage ich mal. Jedenfalls, ja, das ist auch seine Super-Tag. Jedenfalls, Pan gucken wir uns auch gleich an. Ihr seht schon, wir können dann dementsprechend mit einem weiteren Data-Download rechnen, in dem das Ganze dann gefixt wird. Pan ist, wie gesagt, World Tournament Preiskarte. Und ja, japanisches World Tournament und globales fängt zur selben Zeit an. Leider am Freitag, 29. Heißt, wenn jemand beides spielt, da wird es ein bisschen tricky vielleicht. Oder vielleicht freut sich einer oder andere, warum nicht? Und damit einfach Bescheid wisst. Pan, was kann sie? Die Preiskarte des 28. World Tournaments. Super A-Geld-Charakteren gibt sie. Super A-Geld-Type? Okay, kein Key, aber HP-Attack und F-Sitz-Prozent. Und mit ihrer Super-Attack macht sie Supreme Damage und zielt die Super-Attack. Sehr schön, weitere Charakter in den A-Geld rein, die ein Ziel hat, sage ich mal. Passive. Auf ihren eigenen Angriff bekommt sie 80% und hat neben jedem Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen. Und hat einen garantierten Crit, wenn sie als Erste in der Runde angreift. Heißt, wenn sie ganz links steht, aber auch als Erste angreift. Also dementsprechend, ja, gleicht sich das aus. Wenn sie ganz links steht, greift sie logischerweise als Erste an. Aber nachdem sie angegriffen hat oder mit ihrem Angriff, bekommt sie das alles erst. Jedoch, wenn quasi in dieser Runde sie einen Angriff bekommt, dann senkt sich ihr Angriff um 80%. Heißt, wenn ganz links, sag ich mal, bevor sie angreift, ein Gegner ist, der sie angreift, dann hat sie davor leider 80% Minus auf ihren Angriff. Aber ja, so funktioniert die Dame. Aber auch wenn sie danach quasi einen Angriff bekommt, dann sind es auch minus 80%. Link Skill All in the Family, Infighter, Saint Lineage, Battlefield, Diva, Supreme Power, World Tournament Reborn. In den Kategorien ist sie vertreten in den Reed Saints. So viel dazu. Wir switchen mal rüber. Einzelne Sachen habe ich euch noch zu zeigen auf jeden Fall. Das ist quasi das, was zum JP Delta Download reinkam. Den Link werde ich auch in die Beschreibung setzen. Zudem werden alle Extreme Z Awakening Events, also Extreme Z Battles, online kommen in ein paar Stunden. Sollte vielleicht
unsere Zeit 16 Uhr passieren, wenn nicht spätestens 20 Uhr. Und genau, zu den Wartime-Missionen werden wir uns auch gleich ansehen. Tickets haben wir besprochen. Außerhalb davon, ja, wie gesagt, Pan ist die Preiskarte. Goku wurde hinzugefügt in die Missionen. Die gucken wir uns gleich an. Was ich jedoch euch noch zeigen wollte, ist. Aha, seht ihr, das war falsch. Ich habe mich schon gewundert. Da die Übersetzung wurde ein bisschen angepasst noch. Wirklich riesen Shoutout an Kureshi an der Stelle. Key plus 2. Also gibt es noch hinzu. Attack und F70%. Ansonsten sollte alles stimmen, so wie wir es uns gerade angesehen haben. Und annehmen. Ja, ein bisschen. In den Kategorien gehört sie noch dann World Tournament hinzu. Ist immer so, wenn man. Eigentlich warte ich immer ab, bevor die ganzen Übersetzungen kommen, beziehungsweise bevor ein, sag ich mal, ein bisschen Zeit vergeht, damit die Jungs sich das auch anpassen können. Denn der Boy hier, Goresh, der hat das quasi live getweetet, also es war in der Nacht, da war ich auch noch quasi wach, dass er quasi in der Bar war und dann erst nach Hause laufen musste und quasi dann alles posten wollte. Also wirklich riesen Shoutout an Goresh für diesen Einsatz, natürlich auch für jeden anderen Data-Miner, jeder andere, der in der Community dafür sorgt, dass wir quasi die Informationen bekommen, weil, ihr müsst mal überlegen, der war quasi in seiner Komfortzone, Sonntagabend, war in der Bar, gechillt mit den Freunden, dann kam die News raus, dann ist er quasi erstmal heim und hat das Ganze gepostet und übersetzt, also wirklich schau an Goresh. Und ja, aber es gehört dazu auf jeden Fall, es gehört dazu, Riesenrespekt. Jedenfalls Gokus, also wir haben noch die Information von Goku nach seinem Awakening. Er gibt Tech, Int und Strength Charakteren, Ki plus 2, HP, Attack und F30%, macht Supreme Damage mit seiner Super Attack. Zudem, die Passive ist folgendermaßen, Tech, Int und Strength Charakteren gibt er Ki plus 1, Attack und F20%. Und wenn er gegen einen gegnerischen War Term Charakter kämpft oder der quasi präsent ist im Kampffeld, bekommt er Ki plus 3, Attack und F77%. Links hier Z-Fighter, All in Family, In-Fighter, Kamehameha, World Tournament, Reborn, Experience Fighters. Katrin ist der Pure Saiyan World Tournament. Und, genau, die Tickets werden quasi bis zum 8. März erhältlich sein. Also das wird auf jeden Fall auch ein Ding. Das 4-jährige Jubiläum wird auf jeden Fall so 4 bis 5 Wochen gehen. Jedenfalls haben wir noch die japanischen, ja, Mission, sage ich mal, an sich, Freunde. Wenn ihr nach japanischen Missionen sucht, wenn quasi ein japanisches, also wenn von mir ein Dokumentvideo rauskommt, in dem es um japanische News geht, dann setze ich die Links dazu, vor allem die Missionen, in die Beschreibung jedes Mal. Aber auch in meinem Discord-Server, in den Hashtag JP News Channel, da sind dann immer die aktuellen japanischen Missionen übersetzt, natürlich aus dem Reddit-Link, heißt, ihr könnt euch das gerne abchecken. Wir haben die World Tournament Missionen, sind mehr oder weniger gleich. Es gibt Daily World Tournament Missionen, Daily, wenn ihr quasi bis zu 5 World Tournaments gewinnt, bekommt ihr einen Dragonstone, Training Items, 2 Dragon Ball Saga Tickets, also sind quasi Silber-Tickets und 2 SR-Garantier-Tickets sind auch die Silber-Tickets. Aber wenn das World Tournament quasi spielt, dann habt ihr schon 4. World Tournament geht ja 2 bis 3 Tage, heißt, ihr könnt ja quasi einen Charakter beschwören und 2 Dragonstones. Zudem, wie gesagt, den Goku bekommen wir über die Missionen, wenn wir eine gewisse Anzahl an Punkten erreichen, dann gibt es von den Goku viele und auch Pan. Das wurde ja in JP neulich hinzugefügt, dass man quasi die Preiskarte auch nicht aus den Rank-Missionen bekommt, sondern auch, also aus den Ranking-Rewards, sage ich mal, sondern auch eben aus den Missionen. Ja, normalerweise, wenn du jetzt Platz 1 zum Beispiel erreichst, bekommst du 15 Mal Pan, aber seit 1, 2 World Tournaments bekommt man sie auch aus den Missionen, wenn man eine gewisse Anzahl erreicht. Zum Beispiel hier bei Goku, wenn ihr 5 Mal gewinnt, 10 Mal gewinnt, bekommt ihr einen von ihnen und so sofort. Von den Goku gibt es wirklich viele, die wir bekommen werden über die Missionen. Aber Pan gibt es dann quasi, da stand gerade 26 Millionen dran, sollten aber eigentlich 23 Millionen sein, nach dem, was hier steht. Und dann gibt es quasi eine Preiskarte von Pan, Freunde. Und zum Abschluss noch gibt es eine weitere Umfrage für Dokkan Battle JP. Und zwar kann man da quasi, nämlich damit quasi die Wahl unter anderem unter diesen Antworten zu wählen. Folgendes, ist es schwer einen Charakter zu finden, dann könnt ihr quasi das ankreuzen. Nimmt es so viel Zeit, um ein Event zu schaffen. Es gibt keinen anderen Weg, Stamina zu recovern außerhalb von Dragonstones. Das ist wirklich sehr interessant. Denn wenn er quasi ähnliches, also ich hatte es mir schon lange gewünscht, dass wir mal eine andere Währung bekommen, ähnlich wie in Legends, mit dem wir quasi unser Stamina auffüllen können wieder. Wäre cool, wenn das kommt. Und noch ein anderer Punkt ist, den ihr ankreuzen könnt, ist, ich sehe die Super Attacks nicht, wann ich sie will. Was heißt das? Heißt auch ähnlich wie in Legends, wenn man Charakter anklickt, dann wird da wahrscheinlich ein Button hinzugefügt, in dem man quasi die Super Attack Preview sehen kann. So wie im Banner, wenn man das auf dem Banner sieht, im Scouter von dem Charakter. Geht dann natürlich für jeden anderen Charakter. Und dann gibt es noch Other, also andere. Da könnt ihr quasi eure Antworten reingeben für irgendwas anderes. Ihr könnt da gerne schreiben, was ihr wollt. Den Link dazu werde ich auch in die Beschreibung setzen, auf jeden Fall. Freunde, so viel wäre es eigentlich zu den ganzen Informationen zu dem Data Download, was reinkam. Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, wie es demnächst abgehen wird, die nächsten Tage, vor allem wegen dem Ticket. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.